Hallo! Hallihallo! Hallo! Ich habe heute meine England-Einkäufe für euch. Unter dem Vlog, in dem ich euch mit nach England genommen habe, haben sich so viele Leute gewünscht, dass ich einen England-Haul mache. Und ich hatte es sowieso vor. Und ich habe auch ordentlich eingekauft. Von daher dachte ich mir, ich zeige euch einfach alles, was ich mitgenommen habe. Ich weiß, dass es sehr, sehr viel ist. Und ich weiß, dass dieses Einkaufsverhalten auch definitiv nicht normal ist. Ich bin in dieser Hinsicht sicherlich ein schlechtes Vorbild. Also richtet euch nicht nach mir. Ich war als allererstes bei Boots. Falls ihr mal in London seid und eine gute Boots-Filiale sucht, die sehr viel Auswahl hat, dann würde ich euch die in der Liverpool Street Station empfehlen. Und das ist eigentlich die Filiale, in die ich jedes Mal gehe, wenn ich in London bin, weil die Auswahl da einfach so groß ist. Und ich wusste auch, dass es da zum Beispiel diese Marke hier gibt, die manchmal nicht so einfach zu finden ist. Und zwar ist das die Superfacialist bei Una Brennan Reihe. Von diesem Öl habe ich ja schon sehr, sehr viel geschwärmt in sehr vielen Videos. Und ich habe mir jetzt ein paar Flaschen auf Vorrat mitgenommen, weil man die in Deutschland sehr schwer bekommt. Mittlerweile gibt es sie wohl doch über die Boots-Seite zu kaufen. Im letzten Video hatte ich gesagt, dass das nicht geht. Mittlerweile scheint das wohl Mittlerweile kann man es wohl kaufen, von daher braucht ihr nicht mehr extra nach London fliegen, so wie ich, um euch das Zeug auf Vorrat zu holen. Dann habe ich noch ein weiteres Reinigungsprodukt entdeckt, was es in Deutschland, glaube ich, nicht gibt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich relativ bald auch in den deutschen Drogerien erhältlich sein wird. Denn es ist von Garnier aus dieser Micellen-Reinigungswasserserie. Und diesmal eins, was mit Öl infused. Wie nennt man das auf Deutsch? Eins, was mit Öl versetzt ist auf irgendeine Art und Weise. Man sieht ja auch sehr deutlich, dass hier oben so eine Ölschicht schwimmt. Man soll es dann wohl schütteln und es soll wohl besonders gut für trockene und sensible Haut sein. Manchmal sind so ölige Produkte ja auch total unangenehm, vor allen Dingen an den Augen. Aber ich dachte mir, ich probiere das mal aus. Dann habe ich außerdem noch diverse Trockenshampoos mitgenommen. Das hier habe ich bei Boots gekauft. Das ist von Garnier. Und diese Reihe kenne ich in Deutschland nicht. Also zumindest habe ich von Garnier bisher noch kein Trockenshampoo in der Drogerie entdecken können. Deswegen fand ich das sehr spannend. Und das ist mit Zitrone und grünem Tee. Und ich stehe ja sehr auf Zitrusdüfte und deswegen dachte ich mir, das muss ich mal ausprobieren. Es riecht auch sehr gut, es funktioniert gut. Es ist jetzt nicht das beste Trockenshampoo, was ich je probiert habe, aber es ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und dann habe ich noch zwei weitere Trockenshampoos mitgenommen. Die habe ich allerdings bei Superdrug gekauft. Ich glaube, die kriegt man nicht bei Boots. Das ist die Reihe, die von A Model Recommends auf YouTube mitentwickelt wurde. Ruth Crilly ist, glaube ich, ihr richtiger Name. Und die hat eine komplette Reihe mit Trockenshampoos mit Colab zusammen entwickelt. Und ich muss sagen, dass ich die normalen Trockenshampoos aus der Reihe schon mal hatte und überhaupt nicht mochte. Die sind so angeblich unsichtbar, aber bei mir haben sie auch einfach überhaupt nichts gebracht. Aber es ist jetzt noch eine neue Extreme Volume Reihe auf den Markt gekommen und die hat mich sehr interessiert, da ich ja extrem auf Volumenprodukte stehe und deswegen habe ich zwei mitgenommen. Einmal Monaco, einmal London. Ich finde beide Duftrichtungen super. Die hinterlassen definitiv einen sehr deutlichen grauen Schleier auf den Haaren. Aber sie geben auch wahnsinnig viel Volumen und sie riechen wahnsinnig gut. Die werde ich bestimmt nachkaufen, sobald sie leer gegangen sind. Bei Boots gibt es eigentlich fast immer 3 für 2 oder 2 für 1 Angebote bei verschiedenen Marken. Und ich habe mich bei L'Oreal ein bisschen umgeschaut und habe da drei Sachen entdeckt, die ich sehr interessant fand. Mich hat vor allen Dingen diese Foundation hier angesprochen. Die gibt es auch in Deutschland, aber ich glaube in einer etwas anderen Formulierung. Das ist diese Infallible 24 Stunden Matte Foundation. Ich wollte sie jedenfalls mal ausprobieren und ich bin eigentlich ganz angetan. Sie hält wirklich extrem, extrem lange. Aber für meinen Geschmack ist sie auch ein bisschen zu matt, um ehrlich zu sein. Und die Farbe ist auch einfach momentan noch ein bisschen zu dunkel für mich. Also ich muss auf jeden Fall bis zum Sommer warten, bis die mir richtig passt. Dann habe ich ein Konturprodukt gefunden bei L'Oreal, was auf jeden Fall neu ist, wo ich auch ziemlich sicher bin, dass es das bald in Deutschland geben wird. Auch aus dieser Infallible-Reihe. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Produkt, denn das ist so eine cremige Konsistenz, die aber auf der Haut so ein bisschen pudrig wird. Nicht komplett pudrig, es bleibt immer noch sehr glowy, aber es bleibt auf jeden Fall auch nicht irgendwie klebrig oder sehr cremig. Das hat mich wirklich sehr überrascht, wie gut ich das finde. Bin sehr begeistert davon. Und dann habe ich noch ein Produkt mitgenommen, was es auf jeden Fall in Deutschland gibt. Aber ich hatte ja dieses 3 für 2 Angebot und ich wollte mir den schon in Deutschland kaufen. Das ist einer aus dieser matten Reihe. Hatte ich auch schon mal in einem Video erwähnt und ich habe jetzt dann noch so einen Nude Ton mitgenommen. Die Farbe 001 Silencio. Dann habe ich das 3 für 2 Angebot auch bei Maybelline ausgenutzt und zwar nicht nur einmal. Ich habe zwei von den Color Tattoo Eyeshadow Bases oder Cream Eyeshadows oder wie auch immer man die nennt mitgenommen in Farben, die man in Deutschland leider nicht bekommt. Einmal die Farbe Creamy Beige, das ist einfach so ein matter, nudiger, topiger Braunton. Und dann noch die Farbe Crème de Rose und das ist mein eindeutiger Favorit. Einfach nur so ein helles, nudiges Rosa, sehr, sehr matt, aber ich finde den so wunderschön auf dem Lid, weil der einfach irgendwie so eine ganz ebenmäßige, ganz glatte Fläche schafft. Sieht extrem natürlich aus, aber gleichzeitig total
perfektioniert, wenn man das so sagen kann. Dann habe ich noch einen Lipgloss mitgenommen. Ich bin normalerweise überhaupt nicht so der Lipgloss-Liebhaber, aber den hat Anna von Viviana das Make-up so oft schon erwähnt, dass ich mir dann dachte, den probiere ich jetzt einfach mal aus. In der Farbe 420 Glorious Grapefruit und er riecht auch ein bisschen nach Grapefruit. Dann habe ich noch zwei weitere Lippenprodukte mitgenommen und zwar aus der Reihe mit diesem Lippenbalsam, von denen ich ja auch schon in einem Video geschwärmt hatte. Und da gab es auch Farben, die ich in Deutschland bisher noch nicht entdeckt habe. Vielleicht habe ich auch einfach nicht so gründlich gesucht. Das ist einmal die Farbe 760 Pink Spice und einmal die Farbe 611 Creme Caramel. Beides sehr nudige Töne, aber genau mein Beuteschema momentan. Einer ist ein bisschen dunkler, der andere ist ein bisschen heller. Gehen in eine ähnliche Richtung, es sind sicherlich nicht beide nötig, aber ich finde sie sehr, sehr schön. Und dann habe ich noch einen Dream Touch Blush mitgenommen. Das ist jetzt die Farbe 07. Ich glaube, irgendwas mit Plum heißt die, aber irgendwie steht sie jetzt hier nicht drauf. Ich finde die von der Konsistenz her super angenehm. Die halten sehr lange, die zaubern eine ganz, ganz schöne natürliche Frische. Bei Boots gab es außerdem Minis von Benefit zu kaufen. Ich habe selber noch nie was von Benefit gekauft, wenn ich mich recht erinnern kann. Ich habe dann drei Minis mitgenommen und zwar einmal High Beam. Das ist der cremige oder flüssige Highlighter von Benefit, der ja sehr bekannt und beliebt ist. Dann habe ich einen von den Tints mitgenommen und zwar Benetint. Das ist so eine rötlich-rosane Farbe. Habe ich schon ausprobiert und finde ich sehr, sehr schön. Und dann habe ich noch die Bad Girl Lash mitgenommen. Ich habe die Roller Lash in der großen Version mal geschenkt bekommen und fand die auch ganz gut und dachte mir, die hier würde ich jetzt auch nochmal gerne probieren. Und dann habe ich noch zwei einzelne Sachen, wo ich kein Angebot oder irgendwas ausgenutzt habe. Ich habe bei Soap & Glory nochmal einen Augenbrauenstift mitgenommen. Diesmal habe ich den mitgenommen, der an der einen Seite ein Bürstchen hat und an der anderen Seite eher so eine normale Augenbrauenstiftform. Aber der ist super, super dünn und super präzise. Leider passt mir die Farbe nicht so zu 100%. Der ist ein bisschen zu warm einfach für meinen Geschmack. Aber ich finde den vom Auftrag her so angenehm, dass ich glaube, dass ich ihn trotzdem weiterhin benutzen werde. Und dann habe ich noch einen Blush von Sleek mitgenommen. Sleek Blushes finde ich sehr schön, aber auch immer sehr, sehr gut pigmentiert. Also man muss da echt ein bisschen aufpassen. Das ist die Farbe Antique. Er kommt jetzt in der Kamera, glaube ich, völlig anders rüber, als er eigentlich ist. Das ist eigentlich so ein ziemlich dunkles, bräunliches, relativ natürliches Blush. Hat leichte Glitzerpartikel, die man auf der Haut aber zum Glück nicht sieht. Aber in der Kamera kommt er jetzt irgendwie sehr orange rüber. In Wirklichkeit ist er nicht orange. Orange, orange. Dann habe ich noch ein paar YouTuber-inspirierte Einkäufe gemacht. Bei Boots habe ich einmal Wimper mitgenommen, die in Kooperation mit Fleur de Force entstanden sind. Und die haben mich sehr interessiert. Einfach, weil ich Fleurs Videos sehr gerne schaue. Ich habe diese Single Lashes, beziehungsweise halt einfach einzelne Wimpern genommen, weil ich die persönlich lieber mag und öfter benutze als so einen kompletten Streifen. Und ich finde die auch viel einfacher aufzutragen. Und dann habe ich bei Tanya Burr noch zwei Sachen mitgenommen. Einmal diesen Nagellack hier, das ist die Farbe Little Duck. Ein sehr schönes Türkis. Ich stelle mir das besonders schön im Sommer vor. Und dann habe ich eigentlich noch einen Lipgloss mitgenommen. Aber irgendwie kann ich den momentan nicht finden. Ich werde euch in der Nahaufnahme einblenden, wenn ich ihn finde. Und auch die Farbe irgendwo hinschreiben. Und von dem war ich auch sehr überrascht, wie gern ich den eigentlich mag. Dafür, dass ich eigentlich nicht so der Mega-Lipgloss-Liebhaber bin. Das waren so die Sachen, die ich in den Drogerien mitgenommen habe. Und dann habe ich auch noch ein paar High-End-Einkäufe. Zum Glück nicht ganz so viele wie Drogerie-Einkäufe. Ich habe natürlich auch was von Charlotte Tilbury mitgenommen. Wer hätte es gedacht? Nicht sehr überraschend. Ich habe einmal Pillow Talk auf Vorrat mitgenommen. Ihr wisst ja mittlerweile, das ist so eigentlich meine Go-To-Lieblingslippenfarbe of all time quasi ist. Und dann habe ich noch einen Lippenstift mitgenommen. Den hat eigentlich Leonie quasi ausgesucht. Die hat mir geschrieben, was sie gerne hätte von Charlotte Tilbury. Und dann musste ich den auch mitnehmen, weil der so schön ist. Das ist die Farbe Bond Girl. Der sieht in der Verpackung unglaublich dunkel und sehr, sehr bräunlich aus. Auf den Lippen ist er dann viel, viel dezenter. Eher so ein schönes Rot. Und wenn er sich abträgt, hinterlässt er einen unglaublich schönen, so ein bisschen rosigen Stain, der dann wiederum sehr, sehr nah an Pillow Talk rankommt. Deswegen habe ich den auch mitgenommen. Und dann habe ich außerdem noch zwei Sachen mitgenommen bei Space & K, wo es ja auch eher so High-End-Sachen gibt. Das eine ist auch nur ein Nachkaufprodukt und zwar von Hourglass Ambient Lighting Powder. Davon habe ich ja auch schon sehr oft geschwärmt und meins ist mittlerweile fast leer. Nach sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube, das hat deutlich über ein Jahr oder anderthalb Jahre gehalten. Und dann bin ich einmal auf jeden Fall ein absolutes Verpackungsopfer geworden. Das ist ein Nagellack. Ich weiß gar nicht genau, wie die Firma heißt. Ich glaube, Smith & Cult, wenn ich das richtig lese. Diese Nagellacke hat Anna von Viviana das Make-up auch schon sehr oft in ihren Videos und auf ihrem Blog erwähnt. Und ich fand die immer so wunderschön von der Verpackung her. Das ist wirklich sehr, sehr einzigartig. Ich habe mich für eine sehr neutrale Farbe entschieden und zwar Oh My Dear. Wunderschönes, neutrales Nude, was ich glaube ich sehr, sehr häufig tragen werde. Und den allerletzten Einkauf habe ich am Flughafen getätigt. Falls ihr irgendwann mal von London Stansted zurückfliegt nach Deutschland, dann würde ich euch empfehlen, ein bisschen Zeit und Geld für das Duty-Free-Shopping einzuplanen. Da ist eine wirklich, wirklich gute Auswahl an Marken. Und da habe ich einen Lippenstift gefunden, den ich schon super lange gesucht habe. Und zwar MAC Mehr. Also ich weiß gar nicht genau, ob man das jetzt Deutsch oder Englisch ausspricht, denn es ist einfach nur wie das deutsche Wort Mehr geschrieben. Das ist ein matter Lippenstift in einer sehr, sehr schönen, neutralen Farbe. Und ich habe schon so lange danach gesucht und dann habe ich den am Flughafen einfach direkt
einmal für mich und einmal für Leonie eingepackt. Und meine Nase juckt gerade extrem. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht ein paar Inspirationen gefunden, was ihr vielleicht mitnehmen wollt, wenn ihr mal in England seid. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, in anderen Ländern einkaufen zu gehen. Ich verlinke euch jetzt hier am Ende nochmal den Vlog aus England. Da habe ich sehr viel gefilmt, sowohl in London als auch in Brighton. Also schaut da mal vorbei. Daneben verlinke ich euch den letzten Haul, den es auf unserem Kanal gab. In der Infobox findet ihr auch immer Links zu unseren Instagram-Accounts, zu unserem Blog, zu allen anderen Social-Media-Seiten und natürlich auch Links zu allen Produkten. Also alles, was ich irgendwie finde, was man irgendwie nach Deutschland bestellen kann, werde ich euch auf jeden Fall in der Infobox dalassen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!